gerade so ein ganz leicht, ich habe so ein, ganz leicht so ein Baby gehört. Schön, dass Babys heute da sind, das finde ich super. Meine Kernzielgruppe im Wesentlichen. Inhaltlich kommt da ja auch nicht viel mehr. Nein, ich muss kurz für die Besitzerin dieses Babys, oder den Besitzer, auch wieder falsches Wort, ne? Den Halter. Für den Babyhalter habe ich einen kleinen Literaturtipp und für alle anderen Menschen, die Babys kennen. Also manchmal kennt man ja Babys. So, manchmal spricht man eins auf der Straße an und sagt, hallo, Herr Baby, wollen wir abhängen? Ich weiß, wie lernt man denn Babys kennen? Keine Ahnung. Irgendwo ist ja immer eins, so ein Freundeskreis. Kommt wieder einer, zack, so ein Baby. So, und dann steht man da und weiß nicht, was soll man Babys schenken? So, die haben ja alles, Rasseln, Bodies. Will man ja nicht die 10. Rassel wieder verschenken. So, jetzt gibt es ja auch gute Bücher für Babys. Es gibt ja im Buchhandel meistens immer dieses Regal, wo drauf steht von 0 bis 1. So, also wirklich die aller Erstleser. Und, also Leser im weitesten Sinne. Und jetzt habe ich da ein Buch gekauft, weil ich kenne auch ein Baby. Und das Baby hatte Geburtstag. So, habe ich gedacht, komm, bist du ein cooler Typ, kaufst du dem Baby was. Jetzt habe ich das Buch gekauft. Ich hab da so gestanden und dann habe ich mich für das Buch entschieden mit dem Titel Obst. Ich muss sagen, das war ein catchy Titel, der hat mich irgendwie gekriegt, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, nö, das ist ein Thema, da wollte ich mich auch mal zu fortbilden. Also ich kenne zwar ein bisschen Obst, aber ich habe gedacht, da geht schon noch mehr. So, und das habe ich gedacht, spricht vielleicht auch das Baby an, so als Sujet. Da können wir gemeinsam vielleicht uns mit befassen. So, jetzt habe ich das Buch gekauft, Obst war ungefähr so dick, stellte sich zu Hause raus, das Ding hat nur 3 Seiten. Also Seitendicke war so 1,5 cm, Schriftgröße 8000, würde ich mal sagen, grob abgerundet. Ich sag mal so, die Story hatten wir in 8 Sekunden durch, waren gut investierte 15 Euro. Fand ich super, war eine schöne Quality Time für mich und das Baby. Es hat uns auch mal richtig näher zusammengeschweißt, hat man gemerkt. So, ich möchte einfach, weil ich das Buch so toll fand, möchte ich eine kurze Zusammenfassung einmal machen. Wir haben, wie gesagt, 3 Seiten. Die erste Seite beginnt vielversprechend, nämlich mit einem sehr schön gezeichneten Apfel. So. Darunter der Text, Apfel. So, das war's. Also es ist eine sehr reduzierte Sprache, das merkt man schon. Da wird sich aufs Wesentliche beschränkt, wird nicht groß geschwafelt. Einfach mal zum Punkt kommen. So, die zweite Seite, eine Birne. Darunter der Text, Birne. Und die dritte Seite, die Banane. Das hat mich überrascht. Ich hatte mit der Traube gerechnet oder mit der Erdbeere, aber nein, es wurde auch hier auf einen Klassiker gesetzt, die Banane. Man wollte sich nicht mit exotischem Obst beschäftigen, man hat gedacht, eine Litschi ist uns zu extrovertiert oder so. Wollen wir nicht? Nee, die Banane. So, darunter der Text, Banane. So, deswegen trete ich nur für Intellektuellen auf. So, jetzt muss ich sagen, das Buch, wie gesagt, es hat mich berührt, emotional auch. Es war ergreifend, es war spannend. Und weil ich selber, ich habe letztes Jahr auch ein Kinderbuch geschrieben, also mit ein paar mehr Wörtern, aber jetzt hat der Verlag mich gefragt, ob ich noch ein Kinderbuch schreiben möchte. Und da hatte ich aber jetzt noch keine Illustratorin für, oder keinen Illustrator. Und dann habe ich gedacht, na guckst du mal, weil ich fand wirklich dieses Obst sehr, sehr schön gemalt. Also ich habe selten so schön gezeichneten Apfel gesehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal hinten auf der Rückseite, wer hat denn hier die Zeichnungen jetzt so gemacht? Und dann stand dann wirklich dann einfach da der Name von der Illustratorin und darunter stand aber der Name von dem Autor. Und da muss ich sagen, da war ich sehr verwirrt. Also da habe ich gedacht, muss die Illustratorin doch durchaus als inselbegabt einzustufen gewesen sein, da die sich scheinbar zu irgendeinem Zeitpunkt von ihrem Leben mal gedacht hat, nö Leute, ich kann richtig geil Birnen zeichnen, aber mir fehlt da noch ein geiler Text. Da frag ich doch mal den Jochen. Dann habe ich mir so richtig vorgestellt, wie der Jochen dann diesen Auftrag bekommen hat und dann hat er sich so zu Hause hingesetzt mit so einem schweren Rotwein, hat sich so eine Kerze angemacht, so klassische Musik im Hintergrund und dann so, Apfel, ich bin ein Genie. Ich kriege das Bild nicht aus meinem Kopf. Ich, was ist denn, wenn das noch in anderen Sprachen? Da muss ja noch ein Übersetzer darunter. Das ist ja Pomme du Terre, was weiß ich. Das kannst du ja ewig weiterführen. Ich habe mir gedacht, also es macht marktwirtschaftlich gesehen keinen Sinn, weil die müssen ihr Leben lang die Einnahmen durch 2 wahrscheinlich teilen.
wo ich gedacht hätte, hätte man sich sparen können. Und dann habe ich mir auch vorgestellt, wie geil es sein muss, weil wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, dann muss ich immer so ein Exposé erstellen, was ich dann an meine Literaturagentur schicke, damit die das Verlagen anbietet. So, und dann schickt man immer so 30 Seiten als Leseprobe plus eine kleine, ja, so ein Exposé, wo drin steht, was passiert, wer stirbt, worum geht's. Und dann denke ich immer, wie muss das denn bei Obst abgelaufen sein? Haben die jetzt nur einen Apfel da einfach hingeschickt und gesagt, ne, das ist unser Highlight, aber da kommt noch mehr, Freunde, ich sag's euch. Stichwort Birne. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin vollkommen irritiert. Ich war auch, wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, dass mein Kritikpunkt, also ich will auch nicht angeben, aber ich kenne mehr Obst. Ich kenne schon mehr Obst, aber die haben gesagt, nö, wir wollen uns auch noch was für Teil 2 freihalten, für Teil 3, vielleicht wird's, weiß ich nicht, so ein Riesensammelband irgendwann. Hast du alle 24 Teile von Obst? Ja. Das ist schön. Ich arbeite auch an einem ähnlichen Buch, Hülsenfrüchte, schreibe ich gerade. Ich hoffe, das wird mein Durchbruch. Will nicht angeben, aber ich kenne auch 3 Hülsenfrüchte. Erbse. Ja. Bohne. Kichererbse. Ja. Da guckt er, ne? Ja. Ich bin schlau. So. Nee, ich fand das, also wirklich, ist mein Literaturtipp der Woche. Kann ich nur, ich versuche gerade mir die Hörbuchrechte zu sichern. Ich glaube, das wird auch richtig geil auf Spotify. Ich sehe mich da als Sprecher auf jeden Fall. Wird auch ein solider 10-Sekunder, glaube ich. Apfel. Wir gucken mal. So, Party Peoples, wir kommen zu einer weiteren Geschichte. Und zwar, wir waren ja schon beim Thema Kinder. Wie gesagt, ich habe selber sowas. Ist immer ganz lustig. Mein Sohn, also der ist mittlerweile in der Grundschule. Ich bin immer ein bisschen traurig, weil ich vermisse den Kindergarten total. Da war ein Junge immer in diesem Kindergarten. Das ist der lustigste Mensch aller Zeiten. Da hat man, irgendwann habe ich meinen Sohn so dahin gebracht. Und dann guckte dieser Junge mich so an. Es hat so ein bisschen geregnet an dem Tag. Und dann meinte er so zu mir, was haben Sie denn für ein Wetter mitgebracht? Und ich dachte so, hä? Also welcher 5-Jährige spricht denn wie so ein 60-jähriger Mann? Das ist ja mal so eine richtige Erwachsenenfloskel. Da hat mir schon... Ich habe gefragt, warum er mich nicht direkt gefragt hat, ob ich einen guten Parkplatz gefunden habe. Oder so. Na, habe ich es auch, aber der A40 Zubringer Wermelskirchen, ja, hier kriegst du auch keine Parkplätze mehr, ist ja alles scheiße, da habe ich ja Kreisverkehr gesperrt. Das hat mich mega irritiert. Da habe ich mir immer so vorgestellt, wie er auch in seinem Kinderzimmer immer steht und dann so in den Nieselregen schaut und dann immer so Sachen sagt wie, ja, der Rasen hat's gebraucht, Freund. Das ist wirklich, ist das lustigste Kind aller Zeiten. Das ist ein alter Mann gefangen im Körper eines 5-Jährigen. Ich liebe den überall. Das hat man auch irgendwann im Supermarkt, so aus 10 Meter Entfernung, meinen Sohn erkannt und brüllte durch den ganzen Laden so, ne, das glaube ich ja jetzt nicht. Mit so einem niederrheinischen Dialekt. Es war, ach, es wärmt das Herz, möchte ich sagen. Nee, Kinder sind schon lustig. Mein Sohn ist relativ, also als die Kindergärten jetzt während Corona lange zu waren, hatte ich Glück, weil mein Sohn ist relativ pflegeleicht und anspruchslos in seiner Freizeitgestaltung. Es ist nicht so schwierig, ihn zu beschäftigen. Ihm ist wichtig, wir müssen eine Stunde am Tag kämpfen. Was danach kommt, ist ihm völlig egal im Grunde. So, aber der Tag muss mit einem soliden Kampf starten. Ist auch egal, was das für ein Kampf ist. Hauptsache, wir sind dabei beide ein Triceratops. Das ist seine einzige Grundvoraussetzung. Wir sind 2 Triceratöpse. Ist Töpse der korrekte Plural? Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube schon. Und dann müssen wir uns immer mit so fiktiven Hörnern so rammen die ganze Zeit. Ich sehe es nicht ein, weil er doppelt so klein ist, dass ich da mit halber Kraft arbeiten würde. Das heißt dann... An guten Tagen fliegt er auch mal 4 Meter, muss er durch. Ich habe dann aber gedacht, ich hatte Angst, dass er so ein toxischer Schlägertyp wird, weil er wirklich sehr gerne kämpft. Und dann habe ich gedacht, komm, musst du als verantwortungsvoller Vater eingreifen. Jetzt habe ich mich meiner pädagogischen Verantwortung auch besonnen. Und jetzt habe ich ihm, weil ich an so alte Karatefilme gedacht habe, habe ich ihm so Werte von Respekt und Ehrerbietung dem Gegner gegenüber, wollte ich ihm vermitteln. Und jetzt habe ich ihm beigebracht, dass wir vor jedem Triceratops-Kampf uns immer so voreinander aufstellen. Dann müssen wir uns verbeugen, dann geben wir uns ein Drückerchen, dann geben wir uns ein Küsschen und dann sagen wir, ein fairer Kampf. So, dann gibt's auf die Fresse, halbe Stunde. Bam, bam, bam. Danach wieder Küsschen, Drückerchen, ein fairer Kampf. Ich halte mich seitdem für den besten Vater aller Zeiten. Ich glaube, mehr Werte kann man einem Kind nicht vermitteln. Dann habe ich gedacht, selbst wenn er so ein Schlägertyp wird, er würde es in einer kleinkriminellen Karriere nicht weit bringen. Denn mein Sohn ist der schlechteste Lügner aller Zeiten. Eine sehr plakative Szene. Es stand eine Schüssel mit Keksen auf dem Tisch. So, und da waren 3 Kekse. Mein Sohn meinte, Papa, kann ich die Kekse essen? Dann habe ich gesagt, ja komm, wir teilen. Ich 2, du 1. Und dann meinte er, ja, okay, so. Ja. Dann habe ich einen Fehler gemacht, nämlich ich habe den Raum verlassen. War eine Minute später, bin ich zurückgekommen, alle Kekse weg.
So, alle Indizien sprachen gegen meinen Sohn, weil er stand mit vollgeplusterten Wangen so vor mir, alles voller Krümel. Und dann meinte ich so zu ihm, ey, du hast alle Kekse gegessen. Und dann guckte er mich so an und meinte so, im O-Ton, nein, das stimmt nicht. Ich hab das nicht gemacht. Ich war das nicht. Ich lüge. Und da dachte ich auch, also Dude, daran müssen wir arbeiten. Das ist noch, das ist wirklich noch ein langer Weg mit dir. Aber nö, sonst ist es ein sehr kluges Kind. Was soll ich sagen? Props an Sauron. Die Geschichte heißt, es geht nämlich um das Thema Kindergärten, der Flügelschlag des Triceratops. Und am Ende ist das Lachen deines Kindes die einzige Währung, die existiert. Ich lese diesen liebevoll mit bunten Fingerfarben geschriebenen Satz auf den Fensterscheiben des Kindergartens und alles, was ich denke, ist, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Der neue Kindergarten ist großartig. Mein Sohn fühlt sich pudelwohl, man kann die Arbeit der Menschen hier gar nicht genug wertschätzen. Kinder sind wundervoll, aber es ist auch schön, wenn sie für ein paar Stunden aus dem Haus sind. Wenn sie für ein paar Stunden aus dem Haus sind. Natürlich wäre ich gerne einer dieser super happy Blogger-Daddies, die den gesamten Tag feixend mit den Kids im Garten spielen, Baumhäuser bauen, basteln im Grastollen und die wuselige Family-Time genießen. Aber spätestens als die Kindergärten während der Pandemie vor einige Wochen geschlossen waren, erwischte ich mich schon häufig bei dem Gedanken, dass ich für eine temporäre Alienentführung meines Sohnes durchaus aufgeschlossen wäre. Auch bei einem mysteriösen in der Einfahrt parkenden Lieferwagen hätten die Alarmglocken nicht mehr allzu schrill geklingelt. Und irgendwann habe ich im Halbschlaf versucht, das Darknet zu finden, um eine Art Schwarzmarkita ausfindig zu machen. Dann habe ich mich von meinen Gedanken geschämt, mich für einen schlechten Menschen gehalten, die Story einer Freundin erzählt, die ich seit Jahren für die perfekte Mutter halte, die von Liebe beseelt niemals schlecht über ihre Kinder denken würde. Ich rechnete mit einer wütenden Brandrede. Sie meinte aber bloß, meine Gedanken seien völlig normal. Nur die Fantasie mit den Aliens wäre seltsam. Bei ihr waren es Orks. Langsam öffne ich die Tür der Kita Sonnenschein und schaue mich um. Gestern bat mich die Gruppenleitung meines Sohnes zum persönlichen Vier-Augen-Gespräch. Man wolle sich mal in Ruhe zusammensetzen und die Situation beraten. In meinem Kopf ratterte es bereits, was es wohl zu besprechen gilt. Also ein, wir müssen mit ihnen reden. Das Kind ist hochbegabt, wir raten ihm, die Schule zu überspringen und umgehend Atomphysik zu studieren. Ich schließe das aus. Ich glaube nicht, dass mein Sohn hochbegabt ist. Vor einiger Zeit hat ein guter Freund ihm Schere, Stein, Papier beigebracht. Das Spiel bereitet dem Kind große Freude. Das Problem, wir spielen es seitdem jeden Tag. Und er nimmt ausschließlich Stein. Es treibt mich in den Wahnsinn. Zunächst hielt ich es für taktisches Kalkül. Eine den Gegner zermürbende strategische Maßnahme. Doch die Wahrheit ist, das Kind liebt Steine. Noch immer sitze ich im Flur des Kindergartens, verliere mich in sonderbaren Mutmaßungen. Ist das Kind kaputt? Hat es irgendwelche sichtbaren Mängel? Ich denke nach. Die Entwicklung meines Sohnes ist eigentlich völlig normal. Ein fröhlicher, sozial umgänglicher Junge mit viel Humor und den normalen sprachlichen Sonderheiten wie ich möchte kein Brot, ich möchte zwei Brüter. Einzig fällt mir auf, dass eine leichte P-Artikulationsschwäche aufzuweisen scheint. Bommes, Birat, Ampelmuse, da war viel Schönes dabei. Neulich hat eine Wildkatzendoku mit mir geschaut, kurz darauf krabbelte er auf dem Boden, fauchte wild herum und brüllte in regelmäßiger Sequenz, ich bin ein Boomer, ich bin ein Boomer. Hätte ihn durchaus korrigieren können, aber mir gefiel die Vorstellung, wie er nun allabendlich in seinem Zimmer alte Dieter Nuhr CDs hört, sich ein Fuck You Greta Aufkleber auf die Stützräder klebt und Dinge murmelt wie, ne, als ich in eurem Alter war. Was kann bloß der Grund für dieses Vier-Augen-Gespräch sein? Irgendwas muss er angestellt haben. Waffenhandel, illegales Glücksspiel. Was können Sie nur von mir wollen? Die Situation beraten. Vielleicht geht es gar nicht um meinen Sohn, sondern um meinen mangelnden Einsatz im Elternbeirat. Die Kritik wäre durchaus angemessen. Ich würde mich ja wirklich gerne mehr engagieren. Zwar mag ich sämtliche Kinder und Erzieher wahnsinnig gerne, das Problem sind eher die anderen Eltern.
Kontakt versuche ich an sämtlichen Stellen zu vermeiden. Am liebsten würde ich den Sohn morgens frisch geduscht mitsamt seiner Tupperdosen per Katapult in die Kita befördern. Andere Eltern sind sonderbar, scheinbar fällt es mir schwer, im Umgang den richtigen Ton zu treffen. Grob erinnere ich mich an ein kurzes Gespräch. Letzte Woche unterhielt ich mich beiläufig mit einem anderen Vater im Flur, ein mir bis dahin völlig unbekannter Mann. Zunächst der übliche Smalltalk, dann schaute er auf meinen Sohn und stellte die obligatorische Frage: Und? Wollt ihr noch ein zweites Kind? Im Kopf ging ich folgende Antwortmöglichkeiten durch. Erstens, nur wenn das eine kaputt geht. Zweitens, lieb, dass du fragst, aber das eine vernachlässigen wir schon genug. Drittens, nee, ich war noch nie so der Sammlertyp. Viertens, wir probieren es seit Jahren, aber ich krieg durch das ganze Koks einfach keinen mehr hoch. Fünftens, wir kennen uns erst seit 5 Minuten, das geht dich einen Scheißdreck an. Nach einigem Abwägen entschied ich mich für: Langsam wird's zu eng im Keller. Ein Fehler, wie sich herausstellte, denn der Mann hatte jetzt nicht so viel Humor und stampfte empört davon. Vielleicht hätte ich angemessener reagieren können. Aber ich glaube, Besserung und werde an meinem sozialen Interaktionsverhalten arbeiten. Eltern machen mich sonderbar aggressiv, ständig heißt es: Na du Lauser, Matz du Klettermaxe oder wo ist denn mein kleiner Minimensch? Eltern, die ihre Kinder Minimensch nennen, sind mir grundsätzlich suspekt. Ich finde es nicht gut, Menschen nur auf ihre Körpergröße zu reduzieren. Kinder nennen ihre Eltern ja auch nicht Schlacksleute, Lulatschmutter oder Gigantengünter. Der 5-jährige Sohn und ich, wir siezen uns seit geraumer Zeit. Diese emotionale Distanz tut uns beiden gut. Überhaupt ist hier alles sehr niedlich. Es fängt schon beim Namen an. In der Kita Sonnenschein besucht mein Sohn die Schmetterlingsgruppe. Ein schöner Name, aber irgendwie verklärend. Grotten-Ulm-Gruppe hätte ich durchaus passender gefunden. Auf einem Poster an der Wand erneut ein Zitat. Das Lächeln eines Kindes sagt mehr als 1000 Worte. Vollkommener Unsinn, denke ich. Das Lächeln eines Kindes sagt: Ich führe was im Schilde. Zwar bin ich niedlich und unscheinbar, aber wenn ich nur 1 Meter größer bin, ich alle töten, jetzt kauft mir dieses verdammte Eis der ärmliche Versager, der mich ungefragt in diese völlig abstrakte, reizüberflutete Welt geworfen hat. Ansonsten vergesse ich mich und werde dich vor den Augen wildfremder Menschen bloßstellen, peinigen und als völlig überforderten Vater dastehen lassen, bis du am ganzen Körper zitterst und würdelos um Gnade winselst und jetzt diene mir, höriger Knecht. Das sind 82 Wörter. Das Poster lügt. Plötzlich öffnet sich die Tür, vor mir steht Frau Jahnke, die Grotten-Ulm-Gruppenleitung. Sie wirkt sehr freundlich. Herr Solm, da sind Sie ja, kommen Sie rein. Ich gehe in das kleine Büro, setze mich auf einen viel zu niedrigen Stuhl. Was ist denn passiert, frage ich. Och, nur das übliche Jahresgespräch. Gab es keine besonderen Vorfälle, Drogen, Szenen der Gewalt? Frau Jahnke lacht. Nein, nein, nur Kleinigkeiten. Im Grunde ist er ein friedliebiger Junge. Einmal hat einem anderen Kind hinterrücks von hinten eine Schippe übergezogen, ihm dann ein Küsschen gegeben und gesagt: Ein fairer Kampf. Haben Sie eine Idee, woher das kommt? Keine Ahnung, sage ich. Kinder halt, steckt man nicht drin. Sie machen hier übrigens einen richtig tollen Job, wollte ich mal loswerden. Mein Sohn fühlt sich wahnsinnig wohl. Oh, danke. Haben Sie nicht Lust, dem Elternbeirat beizutreten? Nächste Woche sind Wahlen, ist wirklich nicht viel Arbeit. 2-mal im Jahr trifft man sich mit den anderen Eltern und plant dann ein bisschen. Puh, sage ich. 2-mal im Jahr schlecht. Da habe ich immer Tennis. Was? Nichts. 2-mal im Jahr ist recht. Ich frage auch mal den Dennis. Gerade der Kontakt zu den anderen Eltern ist mir doch besonders wichtig. Ist doch schön, wenn man sich engagieren kann, um gemeinsam das Umfeld unserer kleinen Mäuse und Minimenschen mitzugestalten. Ach, die frechen Lauser. Das Ende der Geschichte in aller Kürze. 2 Wochen später bin ich Elternbeiratsvorsitzender. Als unbekannter Underdog ging ich ins Rennen, konnte aber durch Esprit, Charme und knallharten Wahlkampf überzeugen
und war außerdem der einzige Bewerber. Zu Hause angekommen, öffne ich den Briefkasten. Eine Mahnung. Anscheinend hatte ich vergessen, die Dauerüberweisung zu verlängern. Der Kindergarten hat seit Monaten keine Beiträge mehr erhalten. Keine Absicht, aber ich fühle mich trotzdem schlecht. Ich mache ein Foto meines grinsenden Sohnes, öffne mein Mailprogramm und tippe. Und am Ende ist das Lachen deines Kindes die einzige Währung, die existiert.